Aber nicht die Kulisse zerstören. Ich bin immer froh, wenn die Kamera weit weg ist. Also, ich bin ja schließlich älter und meine Falten kommen raus. Quatsch. Wir filmen mit Full HD. Oder? Ich bin ganz feucht im Schritt, das nervt mich gerade ein bisschen. Hallo Funker, hallo Nichtfunker! Guckt mal, wer da ist! Ich bin das Großstadtkind. Sag, Freunde! Was hast du denn, was machst du denn auf deinem Kanal so? Und warum bist du hier? Nee, erstmal, was machst du auf deinem Kanal? Das waren drei Fragen auf einmal. Ja. Gibt's auch noch was zum Spielen? Drei Wünsche auf einmal? Nee. Das machen wir danach. Da gibt's was zum Spielen, ja. Okay. Wir beide. Spielen wir dann, wenn's Licht aus ist. Ich würde sagen, ich erzähle gar nicht viel. Ihr guckt auf meinem Kanal nach. Großstadtkind YT, also YT. Bei Facebook, bei YouTube und bei Instagram heiße ich Großstadtkind YT. Da guckt er einfach mal rein und dann guckt er mal, was wir machen. Wir wollen heute ein total bescheuertes Spiel spielen. Okay, und ich bin gespannt. Ich weiß nicht, was du weißt erwartet. Nur nicht so ganz, wie es funktioniert. Nein, obwohl ich schon dreimal erklärt habe. Ich bin 420 Stufen den Funkturm hochgeklettert und jetzt sitze ich hier und komme nicht mehr weg. Und was ist denn das? Oh, die Kaffeemaschine geht gerade aus. Die geht aus? Die geht aus. Warum geht die denn aus? Nach einer Zeit geht die aus. Wenn die meint, ich habe zu viel Kaffee getrunken, dann geht die aus. Und zwar gucken wir uns Fotos an. Was gucken wir uns für Fotos an? Nicht die du jetzt meinst. Okay. Die gucken wir uns später an, wenn das Licht aus ist. Also einer von uns bekommt Bilder gezeigt oder ein Bild gezeigt und muss dann dem anderen, der das Bild nicht sieht, erklären, was auf dem Bild drauf ist. Es könnte aber auch ein Bild sein, wo nichts drauf ist. Und dann muss derjenige dann sich irgendwas aus dem Hirn rausziehen und sagen, was auf dem Bild drauf ist. Und der andere muss dann sagen, ob stimmt, ob das Bild wirklich existiert oder nicht. Aus rechtlichen Gründen, ja, er hat es jetzt langsam kapiert, glaube ich. Ja, so langsam. Der Groschen fällt pfennigweise. Wenn es noch einer von euch kennt. Die 10 Cent fallen centweise. So. Der Groschen. Für die jüngeren Zuschauer. Ich kenne auch die D-Mark. Ich heiße auch nicht mehr Mark, ich heiße jetzt 50 Cent. 50. Das nur so am Rande. Du wolltest sagen, dass wir die Bilder natürlich nicht einblenden können, weil möglicherweise rechte Dritter drauf sind und aus diesem Grunde werdet ihr die Bilder nicht sehen, aber es geht ja nur darum, der tut um das nur Spiel. Immer so. Ne? Ja, okay, alles klar. Gut, dann fangen wir mal an. Also ich sehe einen Hubschrauber, ich glaube, das ist ein amerikanischer Hubschrauber. Was macht der? Der fliegt übers Meer und zwar ziemlich an so einer Insel vorbei und ziemlich nah über dem Wasser und da hängt ein Typ raus. Also aus dem Hubschrauber. Oh, der Typ. Der Typ aus dem Hubschrauber, der hängt an so einer Leiter. Okay. So einer Leiter. An der Leiter. Und das Krasse eigentlich an dem Bild ist, dass da so ein Hai aus dem Wasser kommt, der den Typ sich schnappen will. Okay, was soll ich jetzt glauben? Ja, weiß ich nicht, musst du mir jetzt sagen. Okay, welche Farbe hat der Hubschrauber? Was war das? Was hast du gesagt? Ja, das ist doch so, wie heißt das? Also so grün, dunkelgrün, Tarnfarbe. Oh, ich glaube, da ist ein großes Fragezeichen auf dem Bild. Ich glaube, das gibt's nicht. Das hast du dir ausgedacht. Dreh dich um. Ach, Scheiße, das gibt's ja wirklich. Cooles Bild. Geil, gell? Wo ist denn das aufgenommen, Mensch? Das habe ich selber aufgenommen in meiner GoPro, als ich gerade... Ja, dann können wir es ja auch zeigen. Nee. Okay, ich sehe was du nicht siehst. Und das früher, früher haben wir gesagt, ich sehe was du nicht siehst. Das ist ein uraltes Spiel. Ne? Okay. Oh ja, ich erinnere mich da an Zeiten. Ne? Sehe ich überhaupt was? Siehst du was? Ja, du musst ja auf jeden Fall was sehen. Ich muss ja auf jeden Fall ein Bild vor Augen haben. Ne? Ich sehe, was sehe ich denn? Ich sehe ein ganz tolles Bild. Und zwar ein... Das ist eine Lüge. Ein Bild mit gar nicht so vielen Farben. Ne? Nee, so viele Farben sind da gar nicht so. Du musst Silber, mich schon überzeugen, dass weiß, du das Bild siehst. Silber und Weiß sehe ich und ich sehe ein Bild, das in einer Großstadt spielt auf jeden Fall. Und als Großstadtkind sieht man natürlich immer Großstadtbilder, ist ja klar. Und viele Autos sehe ich, Häuser sehe ich und irgendwie ganz cool, ja was ganz cool ist einfach, da ist irgendwie ganz viele Autos, ne? Ganz viele Autos stehen da und da ist nichts Besonderes. Großer Parkplatz und an der Hecke, weißt du, eigentlich eine ganz normale Situation. Ja, und was ist daran jetzt besonders? Eins von den Autos ist irgendwie, wie soll man sagen, vom Erdboden verschluckt worden. Ne? Guckt nur noch so halb aus so einer Pfütze raus. Ja. Ich glaub's dir und nicht. Und im Hintergrund. Ich glaub's dir nicht. Das überlegst du dir gerade. Ehrlich wahr? Ja, ja, du überlegst die ganze Zeit. Ja, darf ich gucken? Ja, guck ruhig. Scheiße! Du hast es echt gut gemacht. Ja, fuck die Henne, ey. Ich sehe...
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Okay, also, ich sehe da ein Ehepaar. Und das Krasse an dem Ehepaar ist, die Frau ist dick. Und nicht nur dick, sondern auch sehr klein. Also vielleicht so klein wie du. Der Mann ist ziemlich groß, also das heißt, die Frau, ja, sagen wir es mal so, darf man Standgebläse sagen, also die heiraten und rechts, also wo die Frau dann eben steht, stehen nur große Leute und auf der linken Seite nur kleine Leute. Was war das gerade? Das war ein Hai und ein Hubschrauber. Ne? Ja, das ist jetzt realistischer. Dass große Leute kleine Leute heiraten und ja, das finde ich cool, das Bild, das gibt's. Das gibt's? Ja, das glaube ich. Das möchte ich glauben. Ich möchte das Bild sehen. Dann dreh dich bitte um. Scheiße. Heißt das jetzt, ich habe einen Punkt? Ja, oh ich Gott, da ist nichts. Aber ich habe das Bild vor Augen gehabt. Ja, ich hatte es auch vor den Augen, deswegen also... Hast cool. du auch Cannabispflanzen? Nein. Ja, ich sehe was. Und zwar sehe ich Wasser. Ich sehe viel Wasser. Ich sehe viel Wasser. Ich sehe ganz tolles, ich sehe türkisfarbenes Wasser. Nein, blaues Wasser. Meine, jetzt weiß ich nicht, ob du mich jetzt gerade verarscht, oder? Ich sehe blaues Wasser und ich glaube, ich sehe auch ein Hai. Ich sehe ein Hai. Ich sehe ein Hai und der möchte gerne jemand anders, der auch auf dem Wasser ist, Hai sagen. Schwimmt ihm deshalb hinterher. Der Mensch, dem der Hai sagen möchte, der merkt das gerade gar nicht. Der hat ihm den Rücken zugekehrt. Und jetzt ist das Bild stehen geblieben. Also es ist ja kein Video. Jetzt könnte man sich vorstellen, was passiert. Das ist mein Bild. Ja, mehr fiel mir halt auf die Stelle nicht ein. Ja. Ich glaube, du verarschst mich echt gut. So bin ich halt. Also das Bild, ich sag mir schon. Also ich, wenn ich dich vorhin gekannt hätte, dann. Ich bin ganz feucht im Schritt. Das nervt mich gerade ein bisschen. Also eigentlich hätte ich vorhin gesagt, das Bild gibt's nicht, aber jetzt sage ich, das Bild gibt's. Echt? Also ich glaube, du verarschst mich echt gut. Da habe ich mich umgedreht. Also das Bild gibt's, sage ich jetzt. Du bist feucht im Schritt und willst dich umdrehen. Ey, ohne Scheiß, ich hätte fast gesagt, das gibt's nicht. Ja. Yeah. Ich hab vergessen, dass der, was wir noch spielen. Ich kann es gar nicht so richtig erkennen. Ich weiß ganz genau. Ah, ich kann es erkennen. Ja, natürlich. Keine Zeit schinden, nicht überlegen. Ich überlege nicht. Wie war das noch? Die psychologischen Tricks. Ne? Auf dem Bild ist eine ziemlich, ich möchte jetzt nicht beleidigend sein, fette Frau. Dicke, fette Frau, korpulente Frau. Ich meine, ich bin auch korpulent. Ich darf über dicke, du darfst es nicht. Ausländer dürfen auch Türken, Ausländer Witze machen. Genau. Ich darf alles, ich darf eigentlich jeden beleidigen. Zu viel essende Frau ist da, die einen Kinderwagen vor sich schiebt und die Frau hat ein schwarzes Kleid an mit roten Blumen, Rosen, keine Ahnung, die läuft halt so im Park spazieren. Rosen kann man erkennen. Kinderwagen. Erkenne ich sogar als Großstadtkind. Ich weiß, ob es eine Tulpe oder eine Rose ist. Aber wenn ich. Also, das Kleid ist Blum, ja nicht. Also, das Lustigste ist ja eigentlich, dass sie so einen pinken Kinderwagen hat. So ein pink Kinderwagen. Und im Kinderwagen liegt eine, also soweit ich das richtig erkannt habe, eine Shrek-Puppe. Eine weibliche Shrek-Puppe. Gibt's das? Wusste ich vorher auch nicht. Okay. Erst seit dem Bild weiß ich. Vielleicht habe ich es auch falsch. Es ist auf jeden Fall eine Puppe. Vielleicht mit hast du es gefunden, Haut. Ja, genau. Mhm. Vielleicht auch nicht. Schreck mit grüner Haut? Ach, Schreck ist grün, natürlich. Schreck ist grün, ja. Ich war bei Monster AG gerade, bei dem blauen Monster. Ja, ich habe mich vertan. Bist du Rechtshänder? Ja. Okay. Warum? Ja. Hey, jetzt keine Psycho-Spielchen. Du hast gerade nach links oben geguckt. Hast du was aus der Erinnerung geholt? Nicht nach links? Ja, genau dahin. Dahin, genau dahin ist geguckt. Ich sage jetzt, um einfach mal zum Schluss zu kommen. Gerade wollte ich ja das Bild auch sehen, aber das finde ich jetzt cool, diese Frau mit dem pinkfarbenen Dinges, aber das ist zu doof, zu wahnsinnig, das gibt's nicht. Dann dreh dich mal bitte um. Nein. Nein.
10, ich werde bekloppt. Steile Zähne, ich stand schon immer auf steile Zähne, deswegen habe ich mir den Beruf ausgedacht. Ausgewählt. Verstehst? Verstorst. Verstorst, Horstli. Wie auch immer man das sagt hier, ich weiß nicht, wo sind wir? Baden-Württemberg. In Baden, die sagen immer, die Baden sagen immer statt Balkon, Balkon. Die Badenser. Balkon, ich gehe mal auf den Balkon, ja. Dann gehen sie im Real einkaufen, ja, im Real, nicht im Real. Und die sagen mal zu Pascal, sagen sie mal Pascal. Meine Mutter hat letztens einen Satz gesagt, ich fand den eigentlich ganz normal. Und Freundin von mir, Grüße an die Berliner Warteschleife. Ja, schöne Grüße. Auch, genau. Apropos Berliner Warteschleife, ich wollte ja auch mal wieder nach Berlin fahren und wenn, ne, eine kleine Bleibe, so kleiner Wink mit dem, hast du einen Zaunpfahl? Ne? Jedenfalls hat sie gesagt, machen wir mal die Milch offen. Ja. Und ich finde es voll normal. Und die Mädels haben sich kaputt gelacht. Ist doch okay. Aber was ist daran jetzt unnormal? Ja, finde ich auch in Ordnung. Machen wir mal die Milch offen. Was meint ihr denn? Was ist an dem Satz, machen wir mal die Milch offen? Milch. Ja, die Milch vielleicht. Die Milch. Vielleicht. Aber mach mal die Milch auf. Mach mal die Milch auf. Bei uns, öffne bei uns mal auf dem Land, lachen die, haben die Leute immer gesagt, wenn ich gesagt habe, als ich noch geraucht habe, ich rauche mir jetzt eine. Da haben die sich schlapp gelacht. Wer führt eigentlich gerade? Weißt du nicht? Wer führt? Ich kann nicht führen, ich kann die Kamera führen. Ja, Füße auf der Computer, ich weiß. Okay, wir sehen wieder ein Bild. Soll ich? Ich sehe wieder Wasser. Nein, ich sehe kein Wasser. Ich sehe diesmal einen roten Hintergrund. Du siehst Wasser und einen roten Hintergrund? Nein, kein Wasser. Ich sehe einen roten Hintergrund. Vielleicht mein T-Shirt. Und ein Mann, der lasziv auf dem Boden liegt. Lass was? Lasziv. Weißt du, wenn du weißt, was ich meine. Ein gut gebauter, muskulöser, junger Mann mit... Was habt ihr denn da für Bilder rausgesucht? Mit Kniestrümpfen an und Stiefeln. Wenn ich jetzt noch weiter höher gehe, also Sixpack hat er. Und dann liegt er noch auf einem toten Fuchs. Was? Der liegt auf einem toten Fuchs. Nee. Und wenn wir noch weiter höher gehen, glaube ich dir nicht. Dann sieht man auch den Bart. Ja. Ne? Und auch die dementsprechende Frisur. Nee, das glaube ich dir nicht. Also, sorry. Also, ich glaube dir nicht. Darf ich mich umdrehen? Ja. Nein. Das schwarze Loch, Mensch. Aber war doch gut, oder? Das war echt gut, doch. Echt gut. Ich weiß jetzt nicht, wer gewonnen hat, aber... Das ist wurscht, denn letzten Endes habt nur ihr gewonnen. Weil genau, ihr, denn ihr seid unsere Zuschauer, unsere Abonnenten. Wir lieben euch. Kommentiert, abonniert und unaniert! Den Aufruf finde ich gut. Wenn ihr mir die Videos schickt und das tut, was er gesagt hat, dann gibt es eine Überraschung in meinem nächsten Video. Willst du die denn zeigen auf deinem Kanal? Schauen wir mal. Naja. Leicht verpixelt. Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.